Guten Tag, ich bin Cortana. Ihre Daten wurden erfolgreich auf OneDrive hochgeladen. Wenn das so weitergeht, wird auch die allseits beliebte Cortana-KI nie mehr schweigen. Nach dem Nutzerkontozwang ist nun OneDrive direkt bei der Windows-Installation aktiviert und muss von Hand wieder deaktiviert werden. Wir liefern euch nochmal die Hard Facts zu Ryzen 9000. Mannerlord soll im Kleide der Unreal Engine 5 erstrahlen und wir haben mal ein paar Infos zur Fallout 4 Mod Fallout London von den Entwicklern für euch. Willkommen zu den PCGH-News dieser Woche. Wir bei Crotus Computer fertigen seit 9 Jahren mit viel Liebe zum Detail individuelle Gaming-PCs perfekt auf deine Wünsche abgestimmt. Persönliche Beratung und höchste Qualität sind unser Fokus. Überzeuge dich selbst und schau auf unserer Website vorbei. Vor kurzem ärgerte uns Microsoft noch mit der Meldung, dass eine Installation von Windows ohne Nutzerkonto nicht mehr möglich ist. Nun aktiviert sich der nervige Cloud-Speicher OneDrive automatisch. Einen dedizierten Hinweis auf diesen Umstand gibt es wohl auch nicht, mit der Folge, dass man bisweilen erst dann mitbekommt, dass OneDrive aktiv ist, wenn bereits Daten übermittelt wurden, denn über OneDrive werden die eigenen Ordner gesichert. Generell ist die Funktion auch sinnvoll, aber nicht jeder will unbedingt OneDrive als Service nutzen und nicht jeder will alles in der Cloud liegen haben. Ein Hinweis über die Aktivierung wäre aus Sicht vieler Nutzer daher wünschenswert. Manche Leute installieren auch neue oder upgraden bestehende Installationen, die bereits Daten in den eigenen Ordnern liegen haben. Und für die Daten sind die 5 GB kostenfreier Platz wahrscheinlich auch nicht ausreichend. Die sozialen Medien sind nun jedenfalls voll mit diesem Verhalten von Windows 11. Und Microsoft hat das nächste Kommunikationsdesaster an der Backe. Dabei hätte man sich wohl etwas Ruhe gewünscht, um auch das Vertrauen in Windows 11 zu steigern, denn dessen Marktanteile sind sicher nicht da, wo man sie gerne sehen würde. Jeder sollte wohl mal seinen Status von OneDrive überprüfen, besonders bei den neuen Windows-Installationen, wo bereits während des Prozesses ein Microsoft-Konto angegeben wurde. Zum Deaktivieren geht man in OneDrive zu den Synchronisationseinstellungen, von da aus zur Sicherung verwalten und wählt alle Ordner ab. Sollten bereits Daten hochgeladen sein, sollte man die Löschung in OneDrive kontrollieren, idealerweise über den Browser. Und generell gilt, dass man Windows 11 im Offline-Modus installieren sollte, wenn man keine Überraschungen möchte. Manch einer entfernt OneDrive auch ganz aus dem System. Das geht allerdings ohne Enterprise-Fassung nur manuell. Es empfiehlt sich ein vertrauenswürdiges Drittanbieterwerkzeug. Nach einiger Zeit meldete sich der Mannerlords-Entwickler Slavic Magic wieder auf X zu Wort und zeigte dabei einen weiteren Screenshot, der ein kleines Dorf eines Spielers zeigt. Interessant dabei ist aber die Nachricht, dass Slavic Magic weiter an der Unreal Engine 5-Portierung von Mannerlords arbeitet. Die Sachen gehen definitiv voran, heißt es dazu weiter. In den Kommentaren unter dem X-Post zeigen sich einige Nutzer überrascht von der Nachricht zu Unreal Engine 5. Manch andere möchten direkt wissen, wie sich die Änderung auf das Spiel auswirkt. Der X-Nutzer Turius Ray stört sich etwas am LOD und würde sich freuen, wenn mit der Unreal Engine 5 ein Ende des eingeläutet würde. Das Team um Slavic Magic testet diesen Umstand, allerdings soll dies der Performance den bisherigen Beobachtungen zufolge zu sehr schaden. X-Nutzer Anomo96 fragt, ob mit der Unreal Engine 5 Version auch Änderungen an der CPU-Auslastung einhergehen. Dies kann Slavic Magic bejahen und verspricht zusätzliche Optimierungen. Andere Spieler sehen wiederum nach ihrem persönlichen Empfinden noch Verbesserungsbedarf am Gameplay von Mannerlords. Auf manche Vorschläge geht der Entwickler ein, doch alle Wünsche können nicht berücksichtigt werden. Für Aufsehen sorgte vor einiger Zeit die zur Abstimmung gestellte Umbenennung eines NPCs. Der hört auf den historisch akkuraten Namen Kanz, der jedoch fast wie das englische Wort Kant klingt. Diese Beschimpfung will vermieden werden. Memebewusst, wie die Community von Mannerlords zu sein scheint, hat sie auf Discord gegen eine Umbenennung gestimmt. Ansonsten hat der Entwickler die erste Juni-Hälfte genutzt, um einige Updates für den Mittelalter-Aufbauspiel-Hit auf den Weg zu bringen. Spätestens Ende Juli sollen die Ryzen 9000 Prozessoren in den Handel kommen. Wie schon zuvor spekuliert worden war, hat AMD 4 Zen 5 CPUs mit 6 bis 16 Prozessorkernen und bis zu 5,7 GHz und teilweise doch deutlich reduzierter TDP vorgestellt, die eine um 16% höhere Pro-Takt-Leistung, also IPC, liefern sollen. In Spielen soll der IPC-Uplift laut Herstellerbenchmarks 10 bis 21% betragen. Die 4 neuen CPUs, welche auf der neuen Zen 5 Architektur basieren, sind laut Herstellerangaben die schnellsten Desktop-Prozessoren der Welt, deren IPC in den Herstellerbenchmarks zwischen 10 und 35% im Vergleich zu den direkten Vorgängern der Serie Ryzen 7000 ansteigt. Die 4 folgenden Modelle aus den 3 bekannten CPU-Serien Ryzen 9, Ryzen 7 und Ryzen 5 sollen dabei den Anfang machen, in 9 OEM-Umverpackungen für den Einzelhandel. Hier noch einmal alle offiziell technischen Spezifikationen der 4 neuen Modelle im Detail. Während AMD den Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X im Vergleich zu den Vorgängern bei der maximalen Boost-Taktung um 100 MHz anhebt und dennoch mit einer reduzierten TDP von 65 Watt arbeitet, bleibt der maximale Takt beim Ryzen 9 9950X und 9900X unverändert. Der 9900X wurde dennoch von 170 Watt auf jetzt reduzierte 120 Watt heruntergestuft. Der 9950X, das Flaggschiff der neuen Prozessorengeneration, bleibt weiterhin bei einer Standard-TDP von 170 Watt. Zu den technischen und architektonischen Veränderungen von Zen 5 sowie den darauf basierenden Prozessoren aus der Serie Ryzen 9000 hat der Hersteller noch keine besonders detaillierten Informationen veröffentlicht. Allein ein neues Dual-Pipe-Frontend
Cashband sowie eine gesteigerte Parallelisierung wurden ganz kurz thematisiert. Auch im Hinblick auf KI und Cashbandbreiten sollen die Zen 5-Prozessoren ein deutlicher Schritt nach vorne sein. Auch für Content-Creator und KI-Workflows sollen die Zen 5-CPUs die bessere Wahl sein, so AMD. In Spielen soll der Vorsprung laut den Hersteller-Benchmarks zwischen 4% und 23% liegen, während diese den 9950X in Anwendungen sogar zwischen 7% und 56% vor dem i9-14900K sehen. Wofür auch die bei 3 von 4 Modellen gesenkte TDP-Einstufung spricht. Die neuen Mainboards bei den Chips X870E und X870 stellen wir euch im verlinkten Artikel vor. Die mit dem 3D V-Cache ausgestatteten Modelle für Spieler könnten bereits im September folgen. Von 3D Center gibt es bereits Prognosen zum Preis. Noch mehr zu Ryzen 9000 erfahrt ihr im verlinkten Artikel. PCGH hatte die Möglichkeit, sich mit den Entwicklern von Team Fallon über das bevorstehende Release der riesigen Fallout 4 Mod Fallout London zu unterhalten und hat dabei einige exklusive Informationen aus erster Hand erhalten. Das passenderweise in London beheimatete Entwicklerstudio verriet unter anderem Details zum Release, der zugrunde liegenden Version von Fallout 4 und den Release-Plattformen. Wie das Entwicklerteam auf Anfrage gegenüber PCGH mitgeteilt hat, erscheint die riesige Mod in DLC-Größe, die sogar das eigentliche Basisspiel in den Schatten stellen soll, zuerst bei GOG.com. Weitere Plattformen sollen später folgen, wobei exklusiv die PC-Version von Fallout 4 mit der Mod bedacht wird. Auf Spielkonsolen wird Fallout London nicht erscheinen, so Team Fallon. Bereits im Mai dieses Jahres sagte Dean Carter, seines Zeichens Projektleiter von Fallout London, dass die Unterstützung von Nexus Mods und GOG, welche dem Entwickler mit der Distribution der Mod geholfen haben, absolut essentiell für ein mögliches baldiges Release gewesen sei. Zu diesem Zeitpunkt drehte sich im Hinblick auf ein baldiges Release der Mod noch alles um die mittlerweile 2 Next-Gen-Updates, welche eine Verschiebung von Fallout London überhaupt erst erzwungen hatten. Doch auch hierzu hatte das Entwicklerteam jetzt gegenüber PCGH aktuelle Angaben gemacht. Wie Team Fallon jetzt bestätigt hat, wird Fallout London in 2 Versionen erscheinen. Zum Start soll zuerst eine Version auf Basis von Fallout 4 Vanilla angeboten werden. Diese Entscheidung ist auf die Reaktion unserer Fangemeinde zurückzuführen, so das Entwicklerteam gegenüber PCGH. Später soll dann eine weitere Version auf Basis der Next-Gen-Updates von Fallout 4 folgen, sobald diese stabil ist, heißt es. Weil ein nicht unwesentlicher Teil der Fallout 4-Spiele die Next-Gen-Updates aufgrund von Kompatibilitätsproblemen nach wie vor kategorisch ablehnen, wünscht sich die Community, dass Fallout London auch die ursprüngliche Version von Fallout 4 unterstützt. Diesen riesigen Mehraufwand möchte Team Fallon betreiben. Auch wenn die Entwickler noch kein definitives Veröffentlichungsdatum für Fallout London nennen konnten, deuten nicht nur die zahlreichen neuen Screenshots auf ein baldiges Release der Mod hin. Wie die Entwickler jetzt mitgeteilt haben, ist das Team gerade dabei, den Final Build vorzubereiten und zum Upload auf GOG einzureichen. Das Release dürfte jetzt also wirklich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. PCGH und Team Fallon haben verabredet, hinsichtlich des bevorstehenden Release von Fallout London im engen Kontakt zu bleiben. Sollte es Neuigkeiten geben, werden wir entsprechend darüber berichten. Aus dem Maus, Ende Gelände, Schicht im Schacht. Die PCGH-News finden hier wieder ihr Ende. Ich danke euch wieder fürs Einschalten, lasst wie gewohnt einen Daumen und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video wieder.